So, Freunde, Season 3, Folge 2 geht weiter und diesmal ist der Witte mit dem TS, der gerade eben mit seinem Flugsaurier. Warum hast du eigentlich schon Flugsaurier, bitte? Weil ich schön bin. Achso, der Witte hat, der Wixi hat mir gesagt, du hast, glaube ich, einen im Loot, da in so einem Strahl gelootet, oder? Da waren 3 Kippel drin, ja. Ja, also das ist ja wegen dem Better Beacon Mod. Das finde ich, ihr wolltet das ja unbedingt haben, ne? Dass da ein bisschen mehr gelootet werden können. Aber das sind schönere Sachen, nicht mehr. Mehr? Ich hab keine Lust, jedes Mal wegen 10 Sparkpowder so einen Strahl aufzumachen. Ja, das war ja damals so ein bisschen, also damals eben auf den ersten Folgen war das ja richtig ärgerlich, ne? Was du da immer rausgeholt hast, da kannst du echt drüber lachen. Schöne halbe Strohhütte, juhu, Level 60 und ich krieg eine halbe Strohhütte, das ist doch Mist. Aber bei uns in der Nähe ist ja übrigens noch überall Platz. Also du kannst gerne zu uns kommen, wenn es bei dir nicht... Ich wollte gerade gucken, ja. Nee, ich wollte doch nicht ganz so weit weg. Weil jetzt bist du ja im Moment doch weit weg. Also ja, natürlich. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du dich wieder auf deine Insel verziehst. Und auf deine Insel wärst du ja dann super weit weg. Wir sind ja jetzt noch weiter in den Norden gezogen, mehr oder weniger, ja. Und dann, jetzt mit dem kleinen Vogel bestimmt 12-mal zwischengelandet. Ernst. Ja, es ist, wenn man jetzt die Quetzelle gewohnt ist, ne, dann ist das natürlich eine Tortur mit dem kleinen Scheißer. Ja, aber der Quetz ist ja noch viel langsamer. Was denkst du, wie lange ich brauche, bis ich da drüben bin? Shit. Der Quetz ist nicht also langsamer. Der fliegt zwar durch, aber der ist übelst langsam. Der Petri ist schneller. Nahezu sicher. Ja, doch. Okay. Ich glaube dir. Ja, ich mache jetzt ein paar Foundations, ein paar Ceilings und dann komme ich irgendwann mal rüber geschippert. Baue dort im Fertigteilstil meine Burg. Nochmal kurz für die Aufnahme. Ganz wichtig ist, wir haben ja jetzt mehr Mods drauf. Und da habe ich noch eine Mod drauf gespielt. Wir können... Oh, das war ein kleiner Rollback. Wir können auf dem jetzigen Server... Gibt es auch eine Mod für die Rafts, also für die, wie heißen sie, für die Flöße? Floße? Floße, glaube ich, heißt das auf Mehrzahl, ne? Für die Floße. Und wir können jetzt so gesehen nicht nur so ein paar Bauteile draufhauen, sondern wir können richtige Schiffe bauen. Also, ich denke mal, das wird schon eine ganz spannende Angelegenheit, wenn das dann auch alles klappt. Jetzt kommt meine Frage: Was heißt denn Schiffe? Ich habe mir jetzt so ein Floß gebaut, das nennt sich hier Mobile Base. Oh. Passen da jetzt nur mehr Teile drauf oder was bedeutet es? Heißt das Mobile Base? Ja, ich weiß nicht. Mobile Base heißt das von Anfang an. Dann ist das aber was von der Mod, oder? Ja. Okay, ich weiß es nämlich nicht. Man kann die Boote oder diese Teile größer, also breiter und länger machen und dann darauf eine ganze Base draufknallen. Ah, ja. Und wenn du dich dann vernünftig mit den Bauteilen auskennst, kannst du daraus dann ein richtiges Boot machen. Also ich habe da schon ein paar Bilder gesehen, wo die Leute ein richtiges Boot rausgemacht haben. Okay. Gott, ist das dunkel. Ja, es ist gerade scheiße dunkel wieder. So, ich habe jetzt gerade meine... Wie heißt das hier? Meine Tech Base fange ich ja gerade an zu bauen. Erstmal meine Tech Base. Oh, ich hab was Essen gekocht. Wir müssen übrigens noch ein paar Feineinstellungen machen. Also das wäre die Feineinstellung. Die Dinos müssen stärker gemacht werden. Wir sind jetzt immer noch auf Standard. Dann müssen wir noch die Distanz der Rohstoffe, dass die sich, wenn die abgebaut sind, auch wieder auf der Stelle wieder respawnen, nicht dass die wie beim letzten Season 1 oder Saison bei der ersten Folge, ne, dass die dann verschwinden und dann nicht mehr nachgecraftet werden, nicht mehr nachspawnen. Das fände ich dann ein bisschen ärgerlich. When you understand what I mean? Habe ich dem Jungen vorhin schon gesagt. Was ganz großartig ist, Kaufland hat gerade zugemacht und Nikolas alle.
ist nicht ganz großartig. Ich weiß nicht, warum du immer um die Uhrzeit einkaufen gehst. Leute, es ist gerade, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben jetzt 21:45, ey. Und was machst du um die Uhrzeit auch in einem Supermarkt? Ja, weil er jetzt zu hat. Oh, ist das gerade bei dir auch so nebelig? Nee, nur dunkel. Ich gehe jetzt gerade nicht raus. Ich habe da was Komisches gehört. Oh, ich muss aber Material suchen, ne? Ich gehe jetzt raus, ich muss Material haben. Aber ich weiß nicht, welche Richtung. Ah, ein grüner Strahl. Aber die kann ich noch nicht looten. Ab welchem Level war nochmal der grüne Strahl? 15? 25? 15 klingt gut, ja. Ich habe den grünen gehabt, da waren Bogen und ein paar Pfeile drin. Oh, cool. Also weiß ich jetzt nicht. Noch nicht so dicke. Da muss noch was kommen. Juhu, Level up. Man muss natürlich jetzt aufpassen, man kann ja jetzt mehr, kriegt man ja mehr Rohstoff aus den Rohstoffen. aber man kann ja nicht mehr tragen. Also das heißt so gesehen, da muss man echt aufpassen, dass man nicht zu viel hat. Ja, die Enemod regelt das ein bisschen runter, ne? Wo? Meinst du, ihr regelt das ein bisschen runter, das Gewicht? Nee, oder? Ja, definitiv. Ach so? Weißt du, ob du früher 800 Holz tragen konntest? Nee, stimmt, habe ich nicht darauf geachtet. Ich habe jetzt auch gerade 200, bis Maximum 300, aber es war 300 auf meinem 70er-Level. Jawohl, das ist... Da geht jetzt mehr. Metall ist auch nicht mehr so schwer. Ja, ich denke mal, das kommt durch den Stackable-Mod. Das ist gut. Finde ich eine gute Sache. Also solche Mods, die bereichern das Spiel eigentlich eher, anstatt das so ein bisschen, also anstatt das zu stören. Lecke mio, Alter. Ist da hell? Es wird gerade wieder hell, ja. Los. Ja. Ach, das funktioniert nicht mehr. Früher habe ich doch einfach nur irgendwo eine Foundation hingesetzt, beziehungsweise eine Pillar. Ja. Und dann konnte ich da drüber einfach bauen. So, oder hab dann erstmal eine Pillar drunter gesetzt und oben die Ceiling weggenommen, um dann irgendwie anders zu bauen. Jetzt, wenn ich die Ceiling wegnehme, obwohl da unter eine Pillar steht, die ja dann alleine stehen bleiben müsste, dann kracht alles zusammen. Ja, du musst das ja so setzen, dass dann irgendwie noch dass irgendeine Pillar das ganze Gewicht tragen kann. Du musst dann irgendwo noch eine Unterstützung setzen, sonst kracht ja dann die andere Teile wieder zusammen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also du kannst jetzt aber Pillars setzen? Aber pass auf, ich habe jetzt drei Pillars hintereinander. Und die alle mit Ceilings sozusagen verbunden. Und wenn ich jetzt die Pillar ganz links wegreiße, fällt das ganze Gebilde zusammen. Alles. Inklusive der anderen Pillars. Obwohl die ja schon am Boden waren. Die Pillars fallen zusammen oder die Konstruktion oben drüber? Ne, die Pillars und die Ceilings. Ja, fällt alles zusammen. Obwohl sie eigentlich ja sich durch die... Die Pillars selber, das sind ja Foundations. Pillars sind ja Foundations. Nur halt Stangen. Und die fallen aber auch zusammen. Wundert mich. Nur wenn ich die Ceiling wegnehme. Das wundert mich. Da stimmt was nicht. Ja, das ist nämlich untoll, nenne ich das. Das ist nicht untoll, das ist voll beschissen. Hä? Freaky Mickey Jiggy ist das. Achso, ich sollte irgendwie sagen, dass TJ jetzt dann wohl langsam da ist. Ja, der TJ ist da. TJ, aber die TJ sind da. Ich sehe nicht hier nicht im TS. Sag mal, der soll ins TS kommen. Ich glaube, der kommt jetzt. Hallo TJ! Hallo! Supi! Ich bin zwar schon in der Aufnahme, aber es ist schön, dass du da bist. Ja, ich dachte mir, fange ich jetzt endlich auch mal an, mit euch zu spielen. Und das, Leute, das ist der TJ, ein neuer Mitspieler, und ich freue mich echt, dass er dabei ist. Ich habe, glaube ich, Ewigkeiten auf seinen Kopf gehauen mit einem Brechstange, dass er endlich mal mitspielt. Ja, das freut mich auch riesig, endlich mal mitzuspielen. Das Schöne ist, es wird gerade angezeigt, ich spiele ja gerade im Fenstermodus, und dann wird das immer angezeigt, wenn jemand online kommt von meinen Freunden. Da stand gerade TJ startet Ark. Sehr schön. Du machst gerade Hintergrundgeräusche, irgendwas Musik hast du an. Will ich gar nicht. Du hast gerade, das glaube ich nicht. Ist aber so. Wow. Ja, ich weiß.
Warte. Pass auf, wenn muss ich das hier... Das ist du? Die Argmucke. Ja, die Argmucke ist super laut. Da musst du da echt noch ein bisschen regeln. Das Lustige ist, TJ ist derjenige, der mir das Spiel gezeigt hat und nie weitergespielt hat. Und ich habe es dann einmal gesehen bei ihm und habe mich dann mehr oder weniger in das Spiel verliebt. Finde ich wohl lustig, dass er es nicht weitergespielt hat. Und ich dann... Noch Dings. Ich bin da drauf hängen geblieben, so, ne? Irgendwas fehlt mir noch von irgendeinem Bauteil. Ah, hier. Das fehlt noch. Irgendein Bauteil fehlt mir doch noch. Wieso kann ich das denn nicht bauen? Wooden? Ach, Wall-Thing, also das ist uninteressant. Okay. Von noch 15 Punkte. Na komm, dann crafte ich mir ein bisschen Klamotten. So, okay. Im Bett hätte ich eigentlich mal. Dann spawn ich eben beim Witte. Beim Wixwag, sorry. Schon wieder? Nein, habe ich nicht gesagt. Nein. Spawngebühren. Ah, jetzt ist schon wieder voll am Sterben, der Junge. Am Hunger. Also diese neuen, ich sag ja mal neuen Soundgeräusche davon, aber das sind ja so neu sind sie auch nicht mehr, aber ich finde das voll nervig, ey. Ja, es tut mir gerade sehr leid. Ja. Der hat irgendwie die Töne vom Spiel über meinen Monitor ausgegeben. Eine Unverschämtheit ist das. Eine Unverschämtheit. Anfängerfehler. Weiß mal warum. Rausvergeben. Hast du schon deinen Charakter erstellt? Noch nicht, oder? Du bist noch dabei, glaube ich. Nein. Bist du eigentlich schon? Das jetzt noch. Bist du eigentlich schon auch mit einer Aufnahme? Ich werde jetzt gleich aufnehmen, ja. Das ist schön. TJ ist TJ ist eigentlich der mein Let's Play, nein, mein YouTube-Mentor. TJ hat mir alles gezeigt. TJ ist ja. Ja, das finde ich schön. Dadurch ist der Dextro jetzt richtig erfolgreich geworden. Er hat mir gezeigt, dass ich jetzt nicht mehr auf die Brille Pipi machen muss. Sondern man kann die Brille auch hochheben. Nicht mehr dürfen darfst. Dürfen, darfen, tun. Dürfen lassen, machen, tun. Haben, machen könnten. Nein. Was brauche ich denn jetzt noch? Mann, was braucht man für alles Material? So habe ich das nicht gewollt. Ich wollte alle Mods haben, die das alles erleichtern. Und das ist jetzt gar nicht so leicht. Ich mag das Spiel überhaupt nicht mehr. Nein. So soll das nicht sein. Vor allen Dingen kriege ich hier haufenweise blaue Bären, Azubären und ganz wenig Mejubären nur. Was ist denn das? Was ist denn das denn? Das denn? Entastet. Nein. Can't touch this. Sehr schön. Sag gleich, wo du, wenn du fertig bist mit deinem Charakter erstellen, wo du denn spawnst. Und ja. Wo die Blumen sind. Hast du dir eigentlich die Karte mal vorher ganz kurz angeguckt, wo du vielleicht bauen möchtest oder so? Ich lass mich überraschen. Lester. Schwester. Nein, ich hab noch gar nicht geschaut. Hat er, nö. Level up. Also ich bin natürlich als ARK-Experte den Weg zum Wixi nicht einmal gestorben. Ganz ehrlich. Ja. Wo baust du denn, Rüdingerhorst? Ich bin die ganze Zeit gestorben. Ich bin in jedem fucking Ameise gestorben. Das Spiel ist scheiße. Spiel das nie mehr wieder. Und die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit gegen Fliegen gestorben und Dilos gestorben und ach Mann, ey. Sag mir, wo die. Ich werde wahrscheinlich auch sehr oft sterben. Nein, du nicht. Ich habe einen Diplodoklus bei mir, das ist geil. Ich könnte den eigentlich zähmen. Brauche ich nur 16 Stunden für. Och, das ist doch gar nichts. Ja. Wir haben übrigens noch ein paar Feineinstellungen zu machen. Das wäre. Wir haben das Taming, also das Zähmen noch nicht erleichtert. Es ist jetzt immer noch wieder auf Standard gestellt. Das heißt, wenn wir jetzt mal irgendwie im Dodo zähmen oder sowas, dann dauert das dann auch schon wieder ein paar Minütchen mehr. Aber der TJ ist ja Dodo-Zähm-Experte.
Oh ja, ich werde den größten Dodo fangen. So. Preparing to download. Ich muss mal eben hier noch ein paar Feinheiten machen. So. Einstellungen. Dann kann es auch losgehen bei mir. Das ist schön. Oh, ich bin schon wieder Level up. Es ist ja mal voll freaky. Also brauche ich jetzt erstmal nicht nach einem größeren Vogel suchen, ja? Wieso nicht? Geht dir der Flugsauger Aber jetzt schon auf das den sind Nerv? 20. Natürlich, das sind 10er Level. Ähm, Oh nein, ich glaube, Spooky. größer brauchst du, glaube ich, gar nicht suchen, weil wir haben auf Standard, das müsste dann so gesehen, Maximum müsste dann irgendwas mit 25 sein, oder? Oh. Aha. Ich Probieren. war doch gerade im Huch! Engram. Meine Haha. wegen Zähmen, ne? Dass hier auf 1 steht, da mache ich mich ja zum Horst. Nee, nee, das würde ich jetzt, oh, das würde ich nicht empfehlen. Also, wir müssen erstmal ganz ehrlich nochmal Feineinstellungen machen, nochmal. Und dann müssen wir den Server nochmal down setzen. Aber im Moment ist das Ding ja voll, ne? Wer ist denn jetzt alles da? Alle, glaube ich. Soweit ich weiß, spielt der Stone Dragon mit. Der Cracked spielt mit. Spielt der Z jetzt eigentlich mit oder nicht? Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Erstmal nicht. Oh, der wird wieso wiederkommen. aber wenn du sagst, dass du das Taming ein bisschen leichter machen willst, sind sicherlich alle mit einem Reboot einverstanden. Ja. Ja. Wenn sie nicht gerade schon, die haben vorhin irgendwie 2,5 Stunden Bronto gezähmt. Ehrlich? Die haben wirklich schon Bronto? Ja, und wir konnten auch den einen Restart erst total spät machen, weil sie einen Kano gezähmt haben. Was? Der auch irgendwie 2 Stunden gedauert hat oder so, ey. Oh, die machen es auch noch, das finde ich lustig. Die sind gut drauf. Ich mag das, wenn die dann nicht klein beigeben, ne? Ich meine, ich muss ja zugeben, ich habe ja auch gezähmt. Was? Ah, Aber Dodos. zwei Dodos. Zwei Dodos. Und die sind tot. Die sind gefressen. Nein! Die Dodos! Meine Dodos! Die Totos. Tottos. Bin der Herr der Dodos! Der Dodos. Übrigens fahren die Boote nicht mehr, wenn du einen Vogel mit draufstehen hast. Hä? Backen und Lacken. Mann, warum stackt das nicht automatisch? Soll die Stack-Mod nicht automatisch die Sachen zusammenfügen? Nicht? Was soll denn das? Muss ich das alles alleine machen oder was? Also mein erster Versuch wird sein, 20 Dodos zu fangen, zu zähmen und die sollen immer mit mir laufen. Das kannst du ja mal machen. Bitte, bitte, mach das. Oh wehe, die laufen nicht alle mit mir. Ach, nur ein einziges. Ich muss mehr Material haben. Ich brauche mehr. Mehr. Ich müsste mir, glaube ich, noch mal schnell irgendwann Dino hier zähmen. Aber wir machen mal schön erstmal eine Umstellering. Und dann mal. Ach, den brauchte ich gar nicht mehr. Ja, irgendwie bleibt er schon seit 10 Minuten bei Loading Mods stehen. Das ist Ja, das normal. kann auch noch eine ganze Weile dauern. Das ist normal. Das dauert immer ein bisschen länger immer. Okay, dann kann ich mal so noch ein Süppchen kochen. Ja, bin auch gerade an der Feuerstelle. Oh, ich bin am Verdürsting und am Verhungerring. Hügeln? Mann, was hat denn das Ding noch für ein Problem? Was ist los? Rote Backen alle und Lacken und. Bei mir leckt es nicht, nein. Das leckt bei mir nicht. Das läuft alle. La 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 la, ich gehe Material suchen bei den großen Bäumen. Oh, das ist schön. Oh, ich find das so toll, wenn man auf den Baum haut und kriegt 30 Hol 300 Holz daraus direkt. Mann, scheiß Regen hier. Aber ich muss echt mal mein Stamina hochstellen. Ey, ich fäll 2 Bäume und bin tot. Übrigens, auf meinem Kanal neu, ich habe Tetris durchgespielt. Apropos Kanal, ich werde dein Kanal übrigens unter meinen Videos immer schön posten. Dann könnt ihr auch mal beim TJ vorbeigucken. Ja, werde ich auch machen. Wir machen das nicht wie bei vielen anderen Let's Players oder sowas, Let's Playern. Wir werden das nicht mit Absprache hochladen. Wir spielen schön alle, jeder sein eigenes Ding. Und das heißt dann so gesehen, ihr findet beim TJ ganz andere Sachen. Das ist nicht, weil wir natürlich nicht immer zusammenlaufen. Also er macht sein Ding, wir machen, also ich mache mein Ding und das ist, könnt ihr so gesehen beim TJ ganz problemlos dort gucken. Das ist was ganz anderes immer, als bei mir passiert.
Weil eben bei Season 1, wo ich gerade auf dem Center-Server spiele, da spiele ich ja so gesehen mit meinen Abonnenten zusammen. Und da ist ja das, was ich dann da mache, das ist dann eben dann im Video und mehr passiert dann auch nicht, ne? Das heißt, ja, niemand anders dabei. Beim Dextro wird es wahrscheinlich eher spannender werden als bei mir, weil ich bin noch in der Kennenlernphase. Falsch. Ich glaube, das wird bei dir spannender werden als bei mir, weil du kennst es noch nicht. Und das ist ja immer das Spannende daran, weil wenn du auch andauernd stirbst und dich dann da durchboxen musst an neuen Dinos oder sowas, die du auch gar nicht kennst, das finde ich immer interessanter, anstatt wenn du dann jemanden siehst, der sich schon auskennt. Ja, und wenn ich dann immer ständig giftige Bären esse und wundere mich, warum ich sterbe. Ja, jetzt bin ich gerade eigentlich mal zum Ladebildschirm gelangt. Ihr seid beides Kacknoobs. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Sehr schön. Boah, ich habe mich echt super gefreut auf diese neue Season 3. Erstmal neu, die Map ein bisschen besser verarbeitet, neue Position, neue Spieler mit dabei. Und das wird echt eine lustige Angelegenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das freut mich. Das freut mich echt riesig. Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, dass das mit meinem Aufnahmeprogramm auch alles ganz gut so funktioniert. Von den Ressourcen her. Weil das Aufnehmen selbst braucht ja auch ein bisschen CPU. Ja, wird schon. So. Übrigens streame ich meine Aufnahmen auch immer. Lade meine Videos von Twitch nach YouTube hoch. Also wer immer ganz frisch dabei sein möchte, live dabei sein möchte, der muss einfach mal mich bei Twitch abonnieren. Ja, auf twitch.tv/djplayer. Werdet ihr aber auch alles in den ganzen Videoinformationen unten drunter sehen. Genau. So, ich bin jetzt hier. Wo habe ich denn jetzt? Warum kann ich keine Ceiling bauen? Achso, ich brauche. Hä? Kein Fiber mehr. Was ist das denn? So ein Witz oder wie ist das? Aber ich kann mir auch ganz kurz mal Klamotten craften. Ach, brauche ich auch Fiber für? Nee. Es hapert an Fiber. Was ist denn ein Witz? Mist. Ich laufe die ganze Zeit mit der scheiß Fackel rum. Fuck! Fackel! Verdammt, fuck. Wir können gleich übrigens mal, wenn ihr damit einverstanden seid, den Server nochmal ganz kurz down machen, die Zähmzeit ein bisschen verkürzen und gucken, ob wir vielleicht die Ressourcen-Spawn Nähe ein bisschen feiner einstellen können. Weil im Moment ist es auch, die ganzen Bäume, die ich jetzt gefällt habe, die sind weg. Bisher ist nichts mehr nachgespawnt, auch die Steine sind futsch. Das ist ja kein Problem, ich bin eh noch am Einstellen, mein Aufnahmeprogramm. Bei mir muss der Hund gleich runter, also wäre das jetzt eine günstige Gelegenheit. Ja, ich mache jetzt ganz kurz noch hier meine Base kurz zu, damit ich mich dann hier in Ruhe hinlegen kann. Ich habe aber hier noch ein Schwein liegen. Ach, du bist noch Sam, ja? Ja, das ist aber... Oh, du bist gerade auf Wixbox. Genau. Schlechte Wixbox vor dir. Auf die Kacke von dem Tier. To the Wix. To the Wix. To the Wix. Ja, endlich hört's auf zu pissen hier. Mann, ich hasse das. Wenn der Dexter draußen ist, dann pinkelt's immer. Immer und immer und immer. Und ich bin ja gerade draußen. Das finde ich nicht in Ordnung. Nein, 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 nein. Hast du dir keinen Regenschirm gecraftet? Regenschirm? Ronald Regenschirm. Was für ein Pfosten, ne? Wie bitte? Ja, der, ich mag das, das ist was für ein Mensch, ey. Naja. Was, bist du jetzt irgendwie noch am Laden oder was machst du da gerade noch oder was ist das Problem? Das Problem ist, dass mein Programm, was ich benutze, um meine Aufnahmen zu machen, beziehungsweise meine Twitch-Streams, zeigt bei Ark Survival leider nur schwarzes Bild.
Okay, ja. Der nimmt das Spiel nicht an. Ja, kenne ich. Das werde ich dir nachher erklären. Also, ich weiß nicht, wie das mit deinem Programm läuft, aber werde ich dir gleich erklären, wenn ich das dann auch erklären kann. Pass auf, erstes Mal. Bin ich hier gerade. Pass auf, ich will noch ganz kurz meine Base zumachen und dann. Oh, pardon. Haha, ich kann Zählings bauen. Wie viel brauche ich denn? Ich gucke erstmal. Ich brauche insgesamt vier. Fliegt hier jemand über mir? Was das dachte, der Witte wäre bei mir. Aber das ist dann ein Wilder. Ein wilder Witte. Das ist Roof und das ist Selling. Oh, ich bin hier Level Wixi? Er ist nicht da, der redet sich gerade, kriegt bestimmt Ärger von seiner Freundin gerade. Hör auf zu spielen! Der Mai! Du musst noch den Boden putzen! Perfekt, okay. Jetzt muss ich das noch hier zumachen und dann bin ich frei! Freiheit! Freiheit! Du, 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 du. Kennst du? Gut. Oh, ich kann mir jetzt hier Klamotten-Crafting. Sehe ich wenigstens nicht so hässlich aus. Ich will nichts lesen, dass ich hässlich aussehe. Ich sehe gut aus. Mein Charakter ist einfach Schönheit in der Natur. Der Hallo. Besteste. Besteste. Mit der Kamera drehe ich und der Kopf dreht sich mit, das sieht so hässlich aus. Schön aus. Jetzt mache ich mal erstmal hier so ein Mützchen auf den Kopf. Und ich habe jetzt gleich die Base wenigstens schon mal drumherum zu. Wieso kommt da nichts? Wo ist das? Ach, da. So. Wir haben nochmal die Taste für Zwangskacken. Z, glaube ich, war das. Ich will jetzt nicht wiederholen, was ich verstanden habe. Habt. Man kann Zwangskacken. Mann, das weiß man. Mann, das weiß man doch. Zwangskacken. Machst du das nie in deinen Let's Plays? Zwangskacken, ja doch. Das ist ein Muss, ne? Kann ich eigentlich schon Türen bauen? So, nur Touch-Türen. Ich kann doch bestimmt schon die Holztüren erlernen. Das. Das sind die, ach, da. Juhu! Kann ich die schon bauen? Zwei Stück? Perfekt. Okay, cool. Ich kann das jetzt gleich zubauen und dann habe ich dann schon meine Base schon mal sicher vor mir. Ich meine, vor den Bösen. Vor Und ihr? mir selber. Zu. Und? Zu. Okay, Leute, das bleibt nämlich offen, dann kann ich mich hier rausgucken. So, Leute, das war Folge 2 und wir haben jetzt wenigstens schon mal hier ein sicheres Haus. Ich will hoffen, dass es auch ein bisschen sicherer ist. Und wir werden jetzt gleich noch ein bisschen am Server rumfummeln, damit es ein bisschen besser läuft, eben mit Sam und allem drum und dran. Also, bis dann und tschüss. Tschüssen.